Leute, irgendwie kommt alles bezüglich Dragon Ball gerade zusammen. Zu viele Dinge sind passiert und das kann einfach kein Zufall mehr sein. Und dann die neueste News, die alles getoppt hat. Also ich bin mittlerweile sehr, sehr zuversichtlich, dass wir endlich wieder animierten Dragon Ball Content bekommen könnten. Wie alle Fans hoffe ich natürlich seit 2019 drauf, dass der Dragon Ball Super Anime endlich zurückkehrt. Doch bis heute haben wir nichts davon gehört. Und natürlich ist nichts 100% sicher, bis es nicht von offizieller Seite bestätigt wurde. Aber als Dragon Ball Fan bleibt mir nichts als die Hoffnung. Wenn der Dragon Ball Super Anime mit der Turnier der Kraftsaga endgültig abgeschlossen worden ist, wäre es wirklich schade, denn wie ihr wisst, ist seit dem Turnier der Kraft so viel passiert. Also storytechnisch kann man aus dem, was passiert ist, mindestens 150 Folgen machen, mit Filler eingerechnet natürlich. Ich meine, wir haben die Saiyajin Saga 2.0, auch bekannt als die Broly Saga. Dann haben wir die Galactic Patrol Prisoner Saga, welche aus 24 Kapiteln besteht, und das sind keine kurzen Kapiteln wie die sonstigen Shonen Jump Kapitel, die wöchentlich erscheinen, sondern ein Dragon Ball Super Manga Kapitel hat genauso viele Seiten wie drei Kapitel der wöchentlich erscheinenden Manga-Werke. Also ihr merkt, die Saga ist groß. Dann gibt es die Granola der Survivor-Saga, die über 1,5 Jahre im Manga gedauert hat. Und dann gibt es die aktuelle Manga-Saga, und zwar die Super Hero-Saga, die natürlich einfach nur den Film Dragon Ball Super Super Hero nacherzählt. Und wie ich euch verraten hatte, geht die Saga bis Dezember 2023. Also bis Ende des Jahres 2023 müssen wir diese grausame Saga ertragen. Und bevor jemand austickt, die Story ist für uns Dragon Ball Super Manga Leser deshalb so grausam, weil wir eben alle den Film Dragon Ball Super Super Hero gesehen haben und es einfach nur schmerzt, dasselbe und kaum geändert in schwarz-weiß Bildern zu sehen. Und der Schmerz ist auch deshalb real, weil Toyotaro eine 4-monatige Pause davor gemacht hat. Da haben wir Fans natürlich was Originales erwartet, aber gut, nur noch 3 Monate, denn im 4. Monat beginnt dann hoffentlich die neue Saga. Beziehungsweise eigentlich ist es so gut wie sicher, denn alle Sagas seit dem Turnier der Kraft endeten im Dezember. Wie dem auch sei, habe ich euch ja am Anfang des Videos erzählt, dass sich irgendwie gerade alles zusammenfügt. Doch ich muss für die genaue Erklärung etwas weiter ausholen, damit jeder die Sachen nachvollziehen kann. Das, meine Damen und Herren, ist Akio Ioku. Er hat für Shueisha gearbeitet, was eines der größten japanischen Verlage ist. Und außerdem ist er der Kopf vom Dragon Ball Room. Davon habt ihr bestimmt auch schon öfter gehört. Also merkt euch das gut, denn es wird gleich wichtig. Jedenfalls hat Akio Ioku im Januar 2022, ja Leute, fast 2 Jahre her, nicht ganz, aber glaubt mir Leute, Januar 2024 steht schon vor der Tür. Jedenfalls hat Akio Ioku Januar 2022 über den Dragon Ball Super Super Hero Film geredet. Also, dass er bald erscheinen wird und wir uns den alle anschauen sollen, was ich natürlich gemacht habe. Und dann hat er am Ende des Videos gesagt, dass die Chance besteht, dass was anderes, also abgesehen vom Film, erscheinen könnte. Was genau hat er nicht gesagt, aber er hat was angeteased. Und wir alle gingen natürlich vom Anime aus, denn den Manga konnte er gar nicht gemeint haben, da der Manga zu dem Zeitpunkt ganz normal monatlich erschienen ist. Doch wir haben mittlerweile fast Ende 2023 und es erschien bis jetzt einfach mal gar nichts. Also zumindest nichts, was mit seiner Andeutung zu tun hatte. Und das ist natürlich bitter. Aber eventuell gab es anscheinend einen Grund, wieso nichts kam. Heißt, es sollte was kommen, doch es hat aus internen Gründen nicht geklappt. Und der Grund könnte an Shueisha gelegen haben, denn in einem japanischen Online-Magazin wurde berichtet, dass Akio Ioku Shueisha verlassen hat, um seine eigene Firma namens Capsule Corporation Tokyo zu gründen. Also die Firma hat er auch gegründet und möchte die Rechte für Anime, Spiele etc. haben, also Dragon Ball bezogen. Um den Manga soll sich weiter Shueisha kümmern, was ja logisch ist. Ob Ioku die Rechte bekommen hat oder wird, wissen wir noch nicht. Danach fragte das Magazin Toriyama, ob er in Zukunft mit Akio Ioku zusammenarbeiten wird, doch er könne sich dazu öffentlich nicht äußern, das würde nur über Shueisha gehen. Außerdem fügt er noch hinzu, dass Capsule Corporation Tokyo, also der Name der Firma, die Idee von Akio gewesen ist und nicht seine. Für seine neu gegründete Firma möchte Akio Ioku 2 hohe Tiere vom Dragon Ball Room mitnehmen, zumindest laut einem anonymen Shueisha-Mitarbeiter. Dann wurde Akio gefragt, ob er zu seiner Firma was sagen könnte, doch laut ihm gäbe es dann nichts zu sagen, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Ich denke, die Zeit wird zeigen, was auf uns zukommt. Doch das war es noch nicht, denn laut einem anonymen Shueisha-Mitarbeiter wurde die besitzergreifende Haltung gegenüber Dragon Ball als Problem angesehen und deshalb gab es im Juni 2022 Gespräche darüber, ihn zu versetzen, also auf eine Position, die nichts mit Dragon Ball zu tun hat. Doch Akio sagte einfach nein. Und als ich das gelesen hatte, fand ich das einfach zu lustig. Der Typ sagt einfach Shueisha nein. Und das war's. Wirklich, bester Mann. Und das war's eigentlich. Also im Mai 2023 gründete Akio Ioku sein eigenes Dragon Ball Unternehmen. Hoffentlich hat er es geschafft und bringt dadurch endlich den lang ersehnten Dragon Ball Anime zurück. Und alles, was jetzt mit dem Franchise Dragon Ball zu tun hat, wird
hinter verschlossenen Türen geklärt oder wurde bereits geklärt, denn es sieht definitiv gut aus. Außerdem kennen sich Akio und Toriyama seit 30 Jahren. Das erste Mal trafen die beiden aufeinander, als sie an Dragon Quest arbeiteten und seitdem ist alles Geschichte. Es sind enge Vertraute und wenn alles klappt, wird Akira, denke ich mal, in Zukunft mit Capsule Corporation Tokios arbeiten. Also ich gehe mal davon aus. Und jetzt kommen wir zum Sahnehäubchen, Leute. Es gibt mal wieder fantastische News. Es wurde ein Dragon Ball Special Panel für die New York Comic Con angekündigt und man wird da über neue Entwicklungen der Dragon Ball Serie sprechen und das zusammen mit einem neuen Teaser und mit Special Gästen. Aber das interessiert einfach niemanden, es sei denn, es ist Toriyama himself. Aber er wird da nie im Leben auftauchen, er ist schüchtern und meidet die Öffentlichkeit. Wir sind gleich, Opa. Auf jeden Fall, wie gesagt, sind die Special-Gäste Synchronsprecher oder Produzenten oder sonst wer, was ja cool sein kann, wenn man vor Ort ist, aber für die Mehrheit ist natürlich der Teaser das Interessante und Leute, langsam wird es wärmer. Also es kann nur entweder ein Teaser für eine animierte Dragon Ball Serie sein oder für einen neuen Dragon Ball Film oder vielleicht für die neue Dragon Ball Super Manga Saga. Spiele schließe ich komplett aus, denn das ist eher eine Seltenheit auf solche Events und außerdem soll, was Budokai Tenkaichi 4 betrifft, woanders gezeigt werden. Also auf der Gamescom oder sonst für Spiele messen. Die Comic-Con soll man für Serien freilassen. Und warum ich auch optimistisch bin, dass wir eher keinen Videospiele-Trailer bekommen, sondern Anime-Manga bezogen. Und zwar, weil nächstes Jahr 2024 einfach das 40. Dragon Ball-Jubiläum ist. Dragon Ball wird einfach mal 40 Jahre alt. 1984 erschien das erste Kapitel des Dragon Ball Super-Mangas und nächstes Jahr ist es schon soweit. Also so viele Zufälle hintereinander sind doch nicht mehr normal, oder? Ich meine, es ist in letzter Zeit so viel passiert und jetzt diese Comic-Con. Also ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten. Aber nur noch ein bisschen mehr als einen Monat müssen wir uns gedulden. Am 12. Oktober ist es soweit. Dann werden wir entweder richtig glücklich werden oder Toy wird uns wieder fick. Denn Toy hat uns schon zu oft getrollt. Aber wie gesagt, zu viele Dinge sind passiert, die auf ein Comeback hindeuten. Und außerdem dürft ihr nicht die kürzlich eröffnete Dragon Ball Anime Instagram-Seite vergessen. Ich meine, wir haben ja schon eine Dragon Ball Super Instagram-Seite, also wieso gerade eine neue Instagram-Seite mit dem Namen Dragon Ball Anime Official. Ich denke, da steckt auf jeden Fall was dahinter. Was genau, weiß ich nicht, aber ich hoffe, was Gutes. Denn man eröffnet nicht einfach mal so eine random Instagram-Seite. Es muss einen Zweck haben, da man Zeit und Energie in so einer Seite steckt und Offizielle haben keine Zeit, um umsonst für sowas zu arbeiten, wenn dahinter nichts Großartiges steckt. Die Seite muss einfach für zukünftig animierten Dragon Ball Content stehen. Aber gut, fassen wir nochmal zusammen, so habt ihr eine bessere Übersicht. Also, Akio Ioku, der Kopf des Dragon Ball Rooms, hat uns Anfang 2022 etwas angeteased. Etwas, was nach dem Film erscheinen wird. Doch wie wir wissen, erschien nichts. Heißt, die Sache, die angekündigt wurde, wird noch eventuell erscheinen. Dann erfahren wir, dass er nicht mehr bei Shueisha ist, sondern seine eigene Dragon Ball Firma gegründet hat, um sich um das Dragon Ball Franchise zu kümmern. Wir haben die New York Comic Con, die uns einen neuen Teaser angekündigt hat. Um was es sich bei diesem Teaser genau handelt, wissen wir nicht, aber wir bekommen offiziell etwas zu sehen. Dann nicht die neue Dragon Ball Anime Official Instagram Seite vergessen, die von Toy Animation ist. Also keine Fanseite, sondern eine offizielle Seite. Und zum Schluss, das 40-jährige Dragon Ball Jubiläum steht bevor. Nächstes Jahr werden es 40 Jahre Dragon Ball werden, also aktuell passt einfach alles zu gut zusammen. Ich hatte mir vorgenommen, nicht mehr so viel zu erwarten, da wir seit über 5 Jahren am Verdursten sind, aber was soll ich machen, Leute? Mir bleibt einfach nichts als die Hoffnung, denn ihr alle wisst es, jeden Sonntag aufstehen, Dragon Ball schauen und dann erst in den Tag starten. Und als das Turnier der Kraft lief, war es noch krasser. Ich meine, wir haben das so geschaut, als ob die Z-Fighter für unser Universum Woche für Woche kämpfen. Es war einfach großartig. Also eines der besten Zeiten war einfach, als Dragon Ball so super lief. Und diese Zeit könnten wir endlich wieder zurückbekommen. Ansonsten könnt ihr gerne eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr von der Comic-Con? Wird uns endlich ein anständiger Trailer gezeigt? Oder wird das einfach nur ein Gameplay-Trailer sein? Oder noch schlimmer, ein Teaser zu Yakus Manga? Also das wäre wirklich schrecklich. Hoffen wir, dass der Teaser mit Dragon Ball und nicht mit Side-Stories von Dragon Ball zu tun hat. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bewertet das Video, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Video. Ciao.